Willkommen zurück zu Final Fantasy. Das Secret of Mana Event ist da. Ich habe schon mal ein bisschen beschworene Prim bekommen und zwei Popoi. Und ja, wir gucken uns mal mit das Mana Mysterium an. Hier gibt es wieder nur Lapis, okay. Kann weitermachen, Blitzschaden zufügen und ohne Kampf um gefehlten Verbündeten. Oh, kein Problem. Mir schon irgendwelche Bonuseinheiten? Nö. Okay, nur ein Gegner. Da hätte ich dann jetzt ja, Blitzschaden machen müssen. Das war jetzt ein bisschen doof. Gut, holen wir uns die 10 ab. Ist noch schnell. Für die 3 Energie ist das ja egal. Oh, nächste. Wasserschaden. Öl. Kein Kampf umfähigen, kein Weitermachen. Wo kriege ich denn jetzt Wasserschaden her? Extef hat kein Wasser, oder? Nee. Prim vielleicht Wasser? Dann nehmen wir halt Luca mit. Die Viecher aussehen, ne? Ja, oder so 5 Lapis Scheiß. 50 nehme ich gerne, aber 5 ist immer so. Mag das irgendwie nicht, wenn da oben keine gerade Zahl steht. Füge einem Gegner Lichtschaden zu. Ohne kampfunfähigen Verbündeten, ja. Ob das zählt, wenn ich mit Excalibur zuhaue? Ja, wir nehmen hier einfach mal Maxwell mit.
Siege Dunkelbringer mit Magie und ohne Kampfunfähigen. Oh, okay. So mit dem Magie. Obwohl Prim hat ja bestimmt Magie hier, oder? Ja, einmal Terra. Muss reichen. Der ist gegen Magie anfällig und kann von physischen Schaden nicht sonderlich getroffen werden, weil er hohe Defense hat. Gegen Dunkel anfällig. Kann paralysiert werden. Okay. Den sollen wir jetzt mit Magie töten. Was Magie? So, den vielleicht erstmal mit Analyse angucken. Er war, glaube ich, gegen Licht anfällig. Ja, genau. Dafür habe ich extra Excalibur ausgerüstet. Und Elite. Mana-Bestie mit einem Limitrausch besiegen. Okay. Das Teil ist dann jetzt, glaube ich, sogar Drache. Da könnte ich hier die 20% Angriff wegmachen. Drachentöter, da haben wir es doch. Oh Mist. Das Ziel mit keine verlieren hat sich schon mal erledigt.
Oh, Widerstand. Auch Widerstand, lol. Ja, dann das Ganze nochmal machen. Den Schleim auf jeden Fall mit Analyse nochmal angucken und den Endboss auch. Ging ja gerade nicht. Ja, und das beides abschließen. Bonbons gibt es auf jeden Fall ganz gut. Ja, anfällig gegen Blitz und Wind. Widerstand gegen Feuer, aber Eis und Wasser anfällig. Wie sieht es bei dem aus? Anfällig gegen Erde, Blitzwiderstand. Da wird sein Limit raus werden. So, jetzt beim Schleim mal gucken, gegen was der da widerstanden hat. Ah, gegen Excalibur. Können wir eigentlich nur gucken, dass wir mit Molotov Cocktail irgendwie eine Paralyse halten. Deswegen gegen Licht anfällig hier. Ich brauche mal Mana.
So, dann gucken wir uns nochmal die Analyse vom Endboss an. Anfällig gegen Licht, Resistenz gegen Dunkel und ansonsten, ja, Bestie, Drache und Fee. Oder sollte es mit Limitrasch auch gleich geklappt haben? Bombams gibt es doch ganz gut. Da gucken wir gleich nochmal, was wir überhaupt alles holen können. Ullonbogen. Der hat, glaube ich, nur irgendwie noch irgendwie Bestientöter oder sowas mit drauf, oder? Irgendwie eine Tötungsfähigkeit war da noch mit drauf. Wie des Manas, ne, ist irgendwie nicht so gut. Auch nicht wirklich gut. Ja, wenn man nichts Besseres hat, kann man die natürlich nehmen, aber naja. Die Peitsche, hat die noch irgendwas drauf? Angriff jetzt auch nicht wirklich lohnend. Das nur für Prim und Popoy, das ist 55% Angriff für zwei Runden oder so. Vollmond-Hieb für Randy, das ist relativ okay. Die Krone hier, die lohnt auf jeden Fall. 15% HP kann man definitiv mitnehmen. Die Axt für 50.000, das ist ja, wenn man es braucht, kann man es mitnehmen, wenn nicht, dann nicht. Wenn man zum Beispiel jetzt mehr Mercedes liegen hat und da den Trustmaster sowieso ausbauen will, dann würde ich die Axt nicht unbedingt mitnehmen. Ich meine, die hat kein Element, hat 85 Angriff. Wenn man sie braucht, ja, ansonsten würde ich die 50.000 auf jeden Fall nicht ausgeben. Zumal auch ziemlich wenige überhaupt Äxte tragen können. Wurfwaffe mit 75 Magie. 28 Angriff ist ziemlich. Ach, nur für Popoy, ja, da hat sie es eh erledigt. Sonst wäre es geil gewesen für die Wolke. Die Handschuhe sind, glaube ich, nur für Prim. Ja. Aber das lohnt sich dann natürlich nur, wenn man die Charaktere hat. Und wenn man es auch nutzen will. Ja, zu den Items braucht man nichts sagen. Metallkaktorius, wenn man gerade eine Einheit aufbaut oder so. Sternquarz würde ich auf jeden Fall immer mitnehmen, genauso wie hier Kreischwurzel und Edelallchrist. Heißt, hier sind wieder jede Menge Meganiten. Die lohnen auch natürlich, um Esper aufzubauen. Entwicklungsmaterialien, Genovisper auch. Auf jeden Fall alle Summon-Tickets und den 30.000 Treue-Mogri. Wenn ihr Trust farmt, lohnt der 70.000 überhaupt nicht. Weil in der Zeit wir. Die Energie, die ihr ausgebt, um den hier zu farmen, da habt ihr locker über 10% beim Trust Farming gemacht. Oh. Nehmen wir schon mal fünfmal Meganit mit hier. Dann würde ich sagen,
war's das erstmal soweit. Dann macht's auf jeden Fall gut und viel Spaß beim Event.